das amerikanische Generalkonsulat in Frankfurt am Main. Von hier aus sollen sie operieren. Eine Spionageeinheit des US-Auslandsgeheimdienstes der CIA. So beschreiben es geheime Dokumente WikiLeaks. Die Enthüllungsplattform hat sie veröffentlicht. Die Hacker gehören zu einer 5000 Mitarbeiter starken Einheit. Mit dem Hauptsitz USA. Sie entwickeln Schadsoftware im staatlichen Auftrag. Die neuen Enthüllungen darüber sorgen für Unruhe. Wir sind sehr besorgt und wir beobachten das. Ja, das könnte wieder ein neues Leck sein. Das müssen wir überprüfen. Es finden sich Hinweise auf Spähprogramme für Smartphones, elektronische Systeme von Autos und Fernseher. Diese können zur Wanze umfunktioniert werden, Gespräche aufzeichnen. Ein Agent müsste zuvor nur die passende Schadsoftware aufspielen. Dann finden die Meetings statt und irgendwann kommt wieder die Putzkraft zum Beispiel an und kopiert die aufgenommenen Audiodateien zum Beispiel wieder runter von dem Fernseher. Oder wenn dieser Fernseher dann am Netz hängt, können sie eben live gestreamt werden. Laut WikiLeaks soll es die größte Veröffentlichung von CIA-Dokumenten aller Zeiten sein. Doch woher kommen sie? Die Informationen sind so umfangreich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ein Mensch sie heimlich aus dem System gezogen hat. Es gab also keinen Angriff über das Internet, sondern es muss ein Mitarbeiter gewesen sein. WikiLeaks erklärt, die Dokumente würden aus dem Kreis ehemaliger US-Geheimdiensthacker stammen. Die Quelle wolle eine Debatte anstoßen, wie weit Geheimdienste gehen dürfen. Ob und wenn ja, in welchem Ausmaß von Frankfurt aus ausgespäht wird, ist unklar. Das US-Außenministerium lehnte eine Stellungnahme ab. Oppositionspolitiker fordern Aufklärung. Es zeigt wiederum, wenn sich das bewahrheitet, dass eben der Ausspruch der Bundesregierung im Bundestagswahlkampf 2013, dass auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten wird, nicht gilt. Denn das sind ganz klar strafrechtlich relevante Vorgänge. Die Bundesregierung wollte sich zu den Enthüllungen nicht äußern. Man berichte nur an geheimtagende Gremien des Bundestages, hieß es.